Servus YouTube und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Mafia 3. Wir waren ja beim letzten Mal hier und haben Bagger getötet und jetzt wollen die uns töten. Und wir müssen uns jetzt durch den Dschungel, beziehungsweise durch den Sumpf, zurückkämpfen. So, und schnappen uns jetzt das Sturmgewehr hier und gehen hier nochmal ran und nehmen uns noch eine Spritze mit. Und auf geht's. Ich hatte eigentlich nachgeladen. Da brennt's schon wieder. Was, ob mir das gefällt, willst du wissen? Tod oder was? Mhm, ich auch. So, andere Waffe, da haben wir aber auch nicht viel Moon drin. Da ist was. Scheiße! Stirb! Nee, gefällt mir nicht, weil ich hier ziemlich festhänge und nur noch zwei Schuss habe. Ich sperre mich in. Oh Scheiße! Ich brauche den Visier! Bück dich! Oh oh! Ich wollte eigentlich das Automatik-Sturmgewehr da haben. Achso, da ist ja aber nichts mehr drin. Warte auf Feuer! Komm, Waffe wechseln. So. Das scheint es vorerst gewesen zu sein. Da, ich habe den Dixer entdeckt. Wo denn? Wir drehen dich durch die Mangel, Digga. Da. Seht ihr ihn? Ich werfe einen Molotov. Ich schnitze eine Visage. Ah, da. Dafür muss der Wichser weg mit dem Kopf. Ich seh ihn. Das Soldatenboy. Ah, da. Ich muss nachladen. Oh. Heilen. Komm her. So, im Haus ist eine Spritze. Kommen wir da rein? Er war hier, ist er aber nicht mehr. Sieh nach, ob er noch da ist. Wir geben nicht auf, bevor wir ihn haben, Bruder. So, Spritze mitnehmen, das ist schon mal wichtig. So, da draußen läuft noch einer. Vorsicht!
hat mich festgenommen! Ich werfe einen Molotov! Ja, ja, so ist das wohl. Waffe wechseln. Die kriegst du auch so schlecht angezeigt auf deiner Übersichtskarte. Da! Halte die auf! Ich suche Deckung! Erledige ihn von der Seite! Oh ja! Hab ihn im Visier! Du bist am Ende, Verräter! Dieses Arschloch hat mich festgenommen! Ah ja! Lass mich nicht so verreckern. Nee. Warum sollte ich nicht? Weg mit. Was? Ich gehe an die Spitze. Boah. Warum kann er nicht da hochhüpfen? Scheiße, ich suche Deck auf die Knie, Arschloch. Immer noch einer. Jetzt habe ich. Schieß den Kerl. Oh. Festgenagelt. Oh. Wird auch langsam Zeit. Ja, wird auch echt langsam Zeit, dass der kommt. Naja, gut. So, rein da. Komm, Alice, auf geht's. Dauernd muss ich dich rauspauken. Ja, war auch nötig. Ja, alles klar. War auch echt nötig, dass du mich hier rausgepaukt hast. Wirf vom Auto aus Sprengladungen, um Verfolger zu zerstören. Okay. Wir sind zu einer Einigung gekommen. Er wollte sterben und ich habe ja gesagt. Fahren wir zurück zu Sammy. Hobbs wird so dermaßen happy sein. Diese Scheiße mit den Haitianern hat ihn schwer runtergezogen. Wenn die weg sind, wird sich alles wieder beruhigen. Dann läuft alles so, wie es soll. Ich sag ihm seit Monaten, dass wir sowas machen müssen, aber Hobbs? Oh. Naja, ich weiß auch nicht. Manchmal glaube ich, er hat das Interesse an dem Kram verloren. Nur weil er nicht gewalttätig wird, hat er doch nicht gleich das Interesse verloren. Ja klar, ich frage mich, wie es weitergeht, nachdem, du weißt schon. Und ich erst recht, ich erklär's mir. Ob durch eine Kugel oder die Hand Gottes, jeder muss mal sterben, oder? Ja, sicher. Aber Alice, wir... Ich bete drum, dass Pops uns beide überlebt. Aber wenn nicht, wird uns jeder Scheißer im Hollow entweder folgen oder abknallen. Ich sag ja nur, wir sollten darauf vorbereitet sein. Darüber müssen wir uns im Moment noch keine Sorgen machen. Dann entspann dich erstmal mit deinen großen Plänen, okay? Ja gut, schon klar. Also die Fahrzeugsteuerung lässt wieder einiges zu wünschen übrig, aber egal. Was willst du machen, ist halt so. So, dann haben wir den Auftrag aber erledigt, dann die Haitianer im Sumpf da platt gemacht, mehr oder weniger zumindest. Und fahren jetzt wieder zurück zu Sammy. Zu unserem Ziehvater und Alice richtigen Vater. Und dann gucken wir einfach mal, wie sich das Spiel weiterentwickelt. Ich hatte heute Morgen echt tierisch Bock, hier irgendwie Mafia zu zocken, irgendjemanden umzubringen. Ja. Irgendjemanden zu erschießen, und das haben wir ja jetzt auch gemacht. Geh weg und mach Licht an. Ja, wir parken auf dem Bahngleis, bitte. Ganz bestimmt nicht, wir fahren in die Garage.
Okay, jetzt ist gerade unsere Kiste gesehen hat oder vielleicht auch bloß nicht sehen wollte. War, dass es für einen Menschen wie Sammy immer wieder neue Bedrohungen geben würde, wie die Haitianer. Und wenn ihm die einmal nicht ans Leder wollten, würden sich eben andere finden, die ihm das Leben schwer machten. Das hätte sich nie geändert. Und so ließ ich Lincoln mit Zamakano ein. Du hattest recht, die Haitianer waren tatsächlich bei der alten Salzmine. Die machen uns keinen Stress mehr. Warum habe ich dich nur dahin geschickt? Ich sollte das mal selber machen. Wo ist der Unterschied? Das habe ich doch vor Vietnam auch gemacht. Wahrscheinlich weißt du es nicht. Gleich nach den Nachrichten zeigen sie im Fernsehen immer die Namen der Jungs, die gefallen sind in Vietnam. Ich habe sie gelesen. Jeden Abend habe ich die Liste gelesen und mich jeden Tag gefragt, wann da wohl dein Name stehen wird. Aber er stand da nie. Mir ist nichts passiert. Aber man hat leider nicht immer Glück im Leben. Früher oder später passt du einmal nicht auf und das war's dann. Also, was unternehmen wir wegen Marcano? Wir zahlen ihm sein verdammtes Geld. Geht nicht anders. Wirft die Lotterie genug dafür ab? Die Lotterie? Nein. Aber Sal hat vorhin angerufen. Er will dich sehen drüben im Country Club. Er sagt, er hat einen Plan im Kopf. Wie sich das alles regeln lässt. Schwarze dürfen aber nur als Angestellte rein. Also es wird dir nicht passen. Aber du kommst ja auf Geheiß von Sal Marcano. Wenn er dich sehen will, kommst du auch rein. Schön. Wollte schon immer sehen, wie der Laden von innen aussieht. Und du wirst tun, was immer Sal will. Klar? Tu es für uns alle. Ja, Sir. Na okay, dann fahren wir mal rüber zum Country Club und treffen uns dort mit dem örtlichen Mafia-Paten Sal Marcano. Willkommen auf ein neues bei Native Sun, liebe Hörer. Zeit, was zu verändern. Fahrer zum Yachtclub. Zeitlupenfahrt. Gilbert. Freundlicherweise eine volle Thermoskanne Kaffee aus der Innenstadt mitgebracht. Danke sehr. Aus der tollen Tasty Patisserie. Genau das Richtige. Ihr alle da ja, genau das Richtige. So, dann fahren wir mal zum Country Club, gucken wir uns das Ganze mal an. Ja. Und ich soll euch von Nancy daran erinnern, dass die Tasty Patisserie noch Bestellungen annimmt für den bevorstehenden Mardi Gras. Sagt ihr einfach, dass Remy euch schickt und ihr kriegt einen Kuchen gratis dazu, den ihr zwei kauft. Das ist unschlagbar. Also geht rüber und bestellt ihr schön. Schiebe wohl da mal. Ich weiß, ich weiß, ich soll meinen Kaffee. Also Kuchen können wir uns noch bestellen. Gilbert läuft schon ganz rot an, Leute. Ich sag euch, wir haben hier gerne unseren Spaß, liebe Hörer. Und genau darum wird es ja beim Mardi Gras bald auch wieder gehen. Um guten alten Jugo-Do-Spaß. Und wenn die Begeisterung da etwas mit mir durchgeht, sorry. Aber ich bin wirklich begeistert. Ich habe ja schon erzählt, wie ihr Ich bin auch begeistert, und zwar bisher von dem Spielverlauf. Unser Karnevalsgarde zugehört, der Crew of Knights. Wir haben einen mörderischen Zugwagen geplant und werden uns da nicht lumpen lassen. Und wisst ihr, das wird mein erster Mardi Gras seit dem Tod meines Vaters voriges Jahr. Ihr wisst, liebe Hörer, wie wichtig ihm der Mardi Gras war. Gott sei seiner Seele gnädig. Er gehörte zu den Gründern der Crew of Knights. Der war ewig ihr Hauptmann, weiß gar nicht mehr wie viele Jahre. Und Daddy war damals sogar... Wow, das war knapp. Ich wusste nicht, dass der LKW hier abbiegen will, Alter. Euch, die sich so weit zurückerinnern können. Nee, das ist geil. Die Musik ist geil. Okay, die Grafik könnte ein bisschen anspruchsvoller sein, aber es ist trotzdem geil. Kommt mir vor wie ein
mehr als alles ja, es ist eben Mafia, es hat diesen Charme. Und ihr dürft nicht vergessen, dass da natürlich auch Filter drüber gelegt sind, um ein relativ realistisches Erlebnis zu schaffen. Ja? Also so ungefähr hätte, glaube ich, eine Fernsehgrafik 1968 tatsächlich ausgesehen. Ja? Das dürft ihr mal alles nicht vergessen. Es kann nicht alles aussehen wie Full HD, wie wenn du live davor sitzt und zusiehst, wie Lincoln irgendeinem Arschloch ein Messer in den Hals rammt. Ne? Übrigens, wenn ihr euch so, wenn ihr euch an der harten Sprache und Aussprache und Tippen und Ficken und Arschlöcher und Wichser und alle erschießen, ein bisschen stört, das ist nur wegen Mafia. Ja? Also ansonsten bin ich nicht so, ihr kennt mich, ich spiele ja auch Kinderspiele, bin ja auch selbst Vater und natürlich bin ich sonst nicht so. Das ist alles nur wegen Mafia. So, rede mit der Wache, ja klar. No phone, no poop. Dann parken wir mal. Hi! Wie kommst du dazu, einfach vorzufahren? Das Personal geht zum Hintereingang rein. Ich bin aber kein Personal. Mr. Marcano zu sehen. Ach wirklich? Dass ich das noch erlebe. Benimm dich anständig, solange du da drin bist, Kleiner. Oder du kriegst mächtig Ärger, kapiert? Klammern! So, dann treffen wir uns mit Georgie. Wo ist meine Kiste da? Wir fahren natürlich stilecht vor hier. Und parken natürlich hier. Lincoln Clay! Scheiße, Mann! Sieh einer an! Ich wette, die Schlitzaugen haben sich eingeschissen, als du ankamst. Hey, Georgie, lang ist's her. Wie geht's? Allerdings ist das lang her. Ich erinnere mich noch an unsere letzte Nacht im French Ward, bevor du aufs Schiff bist. Mann, war das eine Schlägerei. Ich weiß nur noch, wie wir vor den Cops abgehauen sind und dass Danny in der Ausnüchterungszelle gelandet Geil, ist. Geil, Mann, ich hab ihn rausgekauft. Aber das war's wert, um diese Baguette-Ärsche zu vermöbeln. Fluppe? Gerne. Oh, Mann. Sammy sagte, dass Mr. Marcano mich sehen möchte. Mr. Marcano? Scheiße. Klingt ja, als wäre er ein verdammter Anwalt. Sag einfach, Sir. Er ist hinten. Natürlich passen wir stilecht überhaupt nicht zu diesem Country Club. Aber was willst du machen? Hey, da trifft sich die High Society. An sich hasse ich ja so hässliche alte Schachteln. Was willst du machen? Wenn einer von diesen Spießern ein Problem mit deinen Klamotten hat, dann soll er es dem Alten ruhig sagen. Das geht ihm am Arsch vorbei. Ha, der Vorteil, wenn man vor Geld stinkt. Olivia, tut mir leid, Darling, aber ich habe noch einen Termin. Remy, war mir eine Freude, wie immer, Sir. Noch zwei Gläser. Lincoln. Schön, dich zu sehen. Das ist Vito Scaletta. Der, von dem ich dir erzählt habe. Vito! Sehr schön. Mafia 2 Erinnerungen kommen hoch. Du warst in Vietnam, ja? Ja, Sir. Sir sagt, du hast dir da ein bisschen Lametta verdient. Ich hatte sehr gute Männer. Ohne sie wäre ich nicht so weit gekommen. Army? Marines? Zuerst Army, dann Versetzung zur 5. SFG. Special Forces? Ich sag doch, der ist was Besonderes. Ich meine, es wird nicht schief gehen, aber falls doch, verdammt, dann will man so einen Mann an seiner Seite. Wenn du für ihn bürgst, Sal, reicht mir das. Gut, ich habe noch einiges zu erledigen. Danke für den Drink. Was geil ist, dass sie sogar denselben Sprecher wie in Mafia 2 für Vito organisiert haben und das finde ich wieder cool. Respekt an 2K. Falscher 50er. Die Kommission hat ihn vor 15 Jahren aus Empire Bay hier runtergeschickt. Seitdem hängt er verdammt nochmal hier rum, dieser blöde Wichser. Du fragst dich sicher, was du eigentlich hier sollst. Sammy konnte mir nicht wirklich etwas sagen. Zweimal im Jahr zieht der Staat altes Geld aus dem Verkehr und vernichtet es. Und im Verlauf der nächsten Tage wird dieses Geld abgeliefert. Und zwar genau hier, bei der Reserve Bank. Und sie wollen einen der Transporte überfallen? Nicht doch.
Wir werden bei dieser Gelegenheit in Ihren Tresorraum einsteigen. Und alles ausräumen, was nicht nied- und nagelfest ist. Sollten 6-7 Millionen drin sein, leicht. Das ist aber ganz schön mutig. Nein, das ist die Chance unseres Lebens. Das ist es. Vito spendet eine Menge Kohle für den Job und besorgt die Kombination für den Safe. Warst du schon bei Danny? Nein, noch nicht. Dann mach mal. Wir brauchen ihn und seinen Alten bei der Sache. Und sie werden dich brauchen, also triff dich mit ihnen, sind immer noch am alten Platz. Noch was, das wir besprechen sollten. Sicher weißt du von den Problemen, die Sammy in letzter Zeit hatte. Ich habe mich um die Haitianer gekümmert. Wenn sich die Sache beruhigt, kommt auch wieder Geld rein. Siehst du, so liebe ich das, das habe ich gemeint. Du bist nicht rumgehockt mit dem Daumen im Arsch. Du hast dein Problem erkannt, bist raus und hast es gelöst. Und sowas ist mir verdammt noch mal wichtiger als alles Geld. Wir zahlen unsere Schulden, so wie immer, keine Frage. Also, das weiß ich. Ich habe nichts anderes erwartet. Aber weißt du, Junge, auch wenn wir quitt sind, sitzt du immer noch fest am Arsch dieser Stadt. Du hast keine große Zukunft. Aber da gibt es vielleicht einen Weg raus, verstehst du? In unser aller Sinne. Was meinen Sie damit? Hör zu, nicht, dass du das jetzt in den falschen Hals kriegst oder irgendwas. Sammy ist ein Spitzenmann. Aber er wird nicht jünger. Und ich denke, es ist Zeit, was zu verändern. Also, ich glaube nicht, dass Alice so weit ist. Ich rede nicht von Alice. Ich spreche von dir. Ich will dich als Chef im Hollow. Das kann ich nicht tun. Also sieh mal, wenn du wegen Sammy besorgt bist, nein, vergiss es gleich. Wir waren schon immer auf einer Linie und dieser neue Job, du weißt schon, da bleibt mehr als genug für die Rente hängen. Er hat mich aufgenommen, als ich nirgendwo anders hin konnte. Er hat mich wie einen Sohn behandelt. Sorry, Mr. Marcano, das kann ich ihm nicht antun. Scheiße, mein Sohn. Ich müsste lügen, wenn mich das nicht ein bisschen verstimmen würde. Aber ich sehe schon, du bist loyal. Findet man selten in diesen Tagen. Wollen Sie immer noch meine Hilfe bei dieser anderen Sache? Ah, natürlich, was denn sonst? Und wenn alles vorbei ist, werden wir mehr als quitt sein, Junge. Darauf mein Wort. Was wollen Sie wirklich hören? Dass wir jeden entführt und gefoltert haben, den wir in Verdacht hatten, für die Vietcong zu arbeiten? Ich möchte herausfinden, welche Ausbildung Lincoln Clay in seiner Zeit in Vietnam erhalten hat. So jemand braucht keine Ausbildung. Man setzt ihn auf ein Ziel an und macht, dass man aus dem Weg kommt. Okay, also Sal Marcano will uns als neuen Chef im Hollow. Wir können das natürlich nicht tun, weil wir würden unseren Vater, unsere Familie verraten. Und darum geht's auch im Endeffekt um Familie. Jetzt sollen wir versuchen, noch mehr Leute für diesen Einbruch bei der Reserve Bank, den wir ganz am Anfang schon angespielt haben, zu organisieren. Ja, und das werden wir auch tun, weil da geht's direkt weiter, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ja, lasst dem Video gerne einen dicken Daumen nach oben, dann sehen wir uns demnächst wieder, wenn es wieder heißt Mafia 3.